Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. An meiner Seite der gute alte Sam. Du darfst auch alles sagen. Hallo. Ja, wir haben auf jeden Fall schon das ein oder andere Video gehabt, wo man ihn im Hintergrund gesehen oder auch gehört hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr den Sam schon kennt. Wir haben uns sehr spontan dazu entschieden, heute eine Telefon-Challenge zu machen. Alle Telefon-Challenges, die ich jemals gemacht habe, verlinke ich euch in der Infobox. Wenn ihr euch auf dieses Video freut, Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen. Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass wir mehr Videos mit dem Sam machen. Daumen nach oben. Okay, jetzt haben wir genug gebettelt. Und Daumen nach oben willst du es denn? 38.729. Oh, so wenig. Echt? Nee, komm, das reicht mir. Also, ich bin ein bescheidener Mensch. Das reicht. Billig zu haben, der Sam. Naja, so billig auch nicht. Das sind die Zettel, wo jeweils 5 Wörter draufstehen, die du innerhalb eines Telefonats irgendwie einbringen musst. Die hat der Julian notiert. Okay, hat der Julian notiert. Okay. Das sind bestimmt die widerlichsten, ekelhaftesten Wörter. Und hier, das haben wir alle zusammen rausgesucht, das sind die Orte, wo man anrufen muss und mir fällt schon alles raus, zum Beispiel Tankstelle oder so. Das ist aber voll peinlich jetzt. Ja, voll peinlich. Ja. Vor allem, wenn du die Wörter siehst. Okay, ich beginne jetzt einfach, weil du der Gast bist, du darfst eine Runde zugucken. Danke, voll nett von dir. Aber nicht, dass du dann Angst bekommst. Vielleicht. Ich muss anrufen im Supermarkt. Wenn es tut, darfst du ihn jetzt schon aufhalten. Oh, ich hoffe, ich nehme jetzt den richtigen. Nachher nehme ich den mit den schlimmsten Wörtern. Das ist alles schlimm. Willst du mich verarschen? Oh nein, das ist so peinlich. Ja, guten Tag. Wir haben hier so ganz viele kleine Fäden an unserem Sofa und jetzt hat meine kleine Schwester da so blöde Knoten reingemacht. Wissen, mein Opa war Feuerwehrmann und die hat sich das da so ein bisschen abgeguckt. Haben Sie irgendwas, womit ich die Knoten rausbekommen könnte? Ich weiß auch nicht, irgendwas. Spitze ist sowas wie ein Eisenschaschlik-Spieß oder so. Aus Holz? Ja, genau. Ja, okay. Oh, Scheiße! Boah, ich war gerade so verwirrt. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Ey, guck mal, du kannst doch nur die erste Runde gewinnen. Ich habe nur 2 Wörter. Ich dachte, das 3. Nee, Tankstelle. Oh, das ist auch so läppisch, das kriegst du doch. Aber hast du eben auch gesagt über den Supermarkt und. Ja, aber der Sam hat ganz kalte Hände, der ist aufgeregt. Oh, ach du, ich bin gar nicht aufgeregt. Ja, hier, nimm den Zettel! Ja, schönen guten Tag auch. Ich wollte mal fragen, ob Sie grundsätzlich auch nachtaktiv sind. Was bitte? Ob Sie auch nachts dann aufhaben? 24 ja, Stunden? Okay, okay. Verkaufen Sie denn auch Bettdecken? Weil mein Nachbar, der Robert, hat mir erzählt, dass Sie auch Bettdecken verkaufen. Pass auf, ich habe eure Nummer jetzt, ne? Ich habe einen Freund gehabt von jemandem von euch. Ich rufe die Polizei an, das reicht langsam. Was für eine Polizei denn? Alles klar, schönen Abend noch. Schönen Abend. Boah, ich hatte voll den guten Flow. Hey, ich hab gedacht, der Rock jetzt das Ding. Was ist das denn für eine alte gewesen? Das, ich hab eure Nummer. Ich ruf die Polizei an. Ich hab doch noch nie mein Leben angerufen vorher. Du hast genau da angerufen, wo eben schon mal jemand einen Prank gemacht hat. Wahrscheinlich. Das erste Mal in deinem Leben machst du einen Telefonstreich. Ich werde die Polizei anrufen. Ich schick doch die Polizei vorbei. Ja, ich steht 1-0, das erste Spiel hat Sam gewonnen. Ja, stimmt, 1-0 für Sam. Kannst du so einen Applaus jetzt einblenden? Ja? Hab ich schon. Achso, hast du schon. Okay, also ich habe die Autovermietung gezogen. Beauty Palace Damenbad. Kommunikation. Ja, um den für Sie bestmöglichen Service zu bieten, zeichnen wir unsere Gespräche auf. Oh. Wünschen Sie keine Aufzeichnung, drücken Sie bitte die 0. Ja, guten Tag. Ich würde gerne ein Auto bei Ihnen mieten. Und jetzt habe ich eine Frage. Meine Nichte nimmt gerade in der Schule kognitives Wahrnehmungsvermögen durch. Und deswegen wäre es mir sehr wichtig, eine Rückfahrkamera zu haben in einem Auto. Tja, also in diesem Fall, das wäre schon möglich. Also was Sie genau im Fahrzeug machen, ist schon eine Sache der Anmieter sozusagen.
Haben Sie denn auch Autos, wo Internet drin ist? Ich habe mal gehört, es gibt tatsächlich jetzt Autos, wo man auch Internet hat, weil meine Nichte guckt so gerne Bibis Beauty Palace. Kennen Sie die? Das ist so eine YouTuberin. Die hat zum Beispiel mal so ein Tutorial über Damenbart gemacht. Internet nicht in jedem Fahrzeug. Also man kann einen Router zusätzlich reservieren, wenn die Anmietung in Deutschland ist. Okay, wie bitte? Ich hatte das gerade akustisch nicht so gut verstanden. Wenn das in Deutschland ist, die Anmiete? Ja. Und wie teuer ist das, wenn man einen Router dazu bucht? Der wird sich schon mal kurz nach. Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Hannover. Okay, super. Ich werde das dann nochmal mit meinem Freund besprechen. Übrigens sind Sie sehr, sehr freundlich. Und haben Sie mal eine Fortbildung in kommunikativer Signifikanz gemacht? Dankeschön. Das kann man nochmal überprüfen. Also schauen Sie, welche die nächste Investition ist. So ein Router kostet dann so etwa 90 pro Tag. Gut, danke für die Info. Tschüss. Voll gut gemacht! Was? Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben! Ja, aber das alles irgendwie cool eingebaut! Hey, ich hab alle fünf Wörter eingebunden! Junge, Junge, jetzt hab ich's aber schwer. Aber die hat auch gar nichts gerafft, ne? Ich so, haben sie so ein komisches Seminar gemacht, so, danke, danke, muss man nochmal überprüfen. Die hat nichts gerafft. Fitnessstudium. Ja, okay, ist aber auch geil. Ja, schönen guten Abend. Sie reden echt laut, aber können Sie noch mal was sagen, bitte? Hallo? Ja? Ich würde mich gerne anmelden bei Ihnen im Fitnessstudio. Und, ja? Und jetzt wollte ich mal fragen, wie das so abläuft bei dem Kakabu. Bei dem was? Wie das bei Ihnen im Fitnessstudio so abläuft, also wie das ist, wenn man sich anmeldet. Okay. Und dann meldest du dich, also okay. Einfach. Okay, gibt es bei Ihnen eine Bar mit Drinks halt? Strohhalme, Drinks, so diese typischen Fitness. Das ist alles im Internet, was es bei uns gibt. Okay, ja, da habe ich noch nicht geguckt, deshalb hatte ich halt echt nur ein, zwei Fragen. Und was mich sehr, sehr interessiert ist, wenn man Tänzer ist, und das bin ich, gibt es da flexible Fußböden, wo man drauf tanzen kann, damit das nicht so auf die Knie geht? Musst du da immer gucken. Also, wenn man kann mal einen Boden drin, musst du dann gucken, ob das passt. Okay. Ja? Okay. Kannst du jederzeit vorbeikommen. Alles klar, du Käsekopf. Ja. Du hast gar nicht aufgelegt! Ich muss euch zuletzt sagen, soll ich da nicht mehr hier? Ey, jetzt wird gar kein Bock, was ich da musst du selber gucken. Ja, guck selber, was ist das für eine Olle gewesen? 2-1 steht's. Ja, das heißt, ich bin die Verliererin und ich bin diejenige, die das Letzte machen muss. Ja. Oh nee, jetzt auch noch ein Massagestudio anrufen. Das ist die schlimmste Bestrafung aller Zeiten. Was willst du denn in einem Massagestudio? Ja, guten Tag. Ich hätte ein paar Fragen zu Ihren Massagen. Und zwar, ja. Bieten Sie auch medizinische Massagen an? Nein, leider nicht. Okay, weil ich habe mit Massagen ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viele persönliche Erfahrungen. Ich habe nur letztens so starke Darmprobleme gehabt und ständige Blähungen. Da habe ich so Zäpfchen verschrieben bekommen vom Arzt und der meinte, da könnte man auch Massagen gegen anwenden. Das ist eine Cola-Massage, das können Sie aber bei mir nicht. Das ist ganz, ganz sanft die Bauchschlingen in die richtige Richtung drehen. Okay, gut, das heißt, wo sollte ich mich da am besten melden? Dann wahrscheinlich bei einem Arzt, oder? Ja, also wenn Sie solche Sachen haben, bitte gehen Sie zum Facharzt. Der hat nämlich ein Ultraschallgerät oder der hat ein Gerät, der guckt erstmal nach, was da los ist. Okay. Nur weil Sie sagen, ist der Darm, kann da auch jede Menge andere sein. Das muss ein Facharzt, der die Geräte hat, abklären. Wenn das irgendwie verstopft ist durch falsches Essen, zu wenig trinken, trinken Sie genug? Eigentlich schon. Also ich bin schon so eine Schnarchratte und vergesse das manchmal, aber wenn ich trinke, auch eigentlich immer Wasser. Das ist gut. Gehen Sie zum
Facharzt. Wenn Sie dann noch irgendwas haben und er sagt, dann kann man ganz leicht am Bauch ist das in den Darm schwingen, in der richtigen Richtung eine Cola-Massage machen. Das geht. Okay, super. Dann erstmal danke. Und wenn Sie Blähungen haben, ist das, das ist meist auch Essen. Und vielleicht sind Sie ja empfindlich auf bestimmte Sachen, die Blähungen hervorrufen. Ja, vielleicht. Lassen Sie es vom Arzt abtesten, okay? Ich wusste genau, wie ich die letzten zwei Wörter einbinden wollte. Ich konnte kein Wort mehr sagen. So, ich so, okay, und du so, es kam nichts mehr. War das krass gerade. Redet ihr die ganze Zeit so voll ernst mit mir über eine Blähmassage gegen Blähungen? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay, Leute, das war's mit dieser Telefon-Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen das. Wenn ja, dann gibt uns unbedingt einen Daumen nach oben. Gibt dem Sam einen Daumen nach oben für sein erstes richtiges YouTube-Video und seine erste Telefon-Challenge. Und jetzt guckt unbedingt bei Julians Video vorbei. Das verlinken wir euch hier, denn er hat mich wieder über die letzten Wochen und Monate geprankt. Hat das Ganze zu einem großen Prank-Video zusammengeschnitten. Und ja, ich habe gelitten, aber es war, glaube ich, sehr witzig, oder? Sam, du hast schon gesehen. Du bist ja auch ein witziger Typ. Ja, ein vom Typ her witzig. Ah, okay. Willst du alleine das Ende drehen? Ja, so, wir verabschieden uns jetzt. Ciao. Sehr schön, Sam. Tschüss.